Kann man eine FFP2-Maske einfach so mehrfach verwenden? Bisher hieß es immer, die müssen nach einmaligem Gebrauch weggeworfen werden. Das ist nicht mehr ganz korrekt und ich verrate dir heute einen Hack, wie du so eine Maske bis zu fünfmal wiederverwenden kannst, ohne dir Sorgen zu machen, dass du oder jemand anderes gefährdet wird in Sachen Corona. Und das Ganze wissenschaftlich fundiert, denn dieses Prinzip stammt von Wissenschaftlern von der Fachhochschule in Münster. Also es lohnt sich dran zu bleiben. Hallo, hier der Steve von Geniale Geldideen. Eine FFP2-Maske reinigen und wiederverwenden. Bisher war das eigentlich nicht erlaubt und nicht möglich. Nach einmaligem Gebrauch müssten die relativ teuren Masken entsorgt und in die Tonne geklopft werden. Weil aber mein Kanal, das wisst ihr ja, sich damit beschäftigt, Geld zu verdienen und auch Geld zu sparen, habe ich überlegt, ob es eine Möglichkeit gibt, diese Masken wieder zu verwenden. Und es gibt eine und es gibt eine Strategie, eine Technik, mit der du tatsächlich 50 Euro pro Monat sparen kannst, indem du diese Masken ganz einfach wieder verwendest. Und zwar... Mehrfach. Und das ist keine Idee, die von mir selber stammt, sondern von Wissenschaftlern an der FH in Münster, die eine Möglichkeit entwickelt haben, ohne jegliche Gefahr in Sachen Corona-Infektion für dich und auch für andere, so eine Maske mittlerweile bis zu fünfmal wiederzuverwenden. Wie funktioniert das genau? Ganz einfach mit der 7-Tage-Technik. Das wurde gefördert durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte von Wissenschaftlern am Institut für Molekulare Virologie an der FH in Münster entwickelt. Wie funktioniert das Ganze? Nun, es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Erreger, die sich auf so eine FFP2-Maske draufsetzen, nach sieben Tagen wieder quasi ähm, inaktiviert haben. Und deswegen ist es tatsächlich möglich, nach einer speziellen Technik diese Masken bis fünfmal äh, wieder zu verwenden und dann irgendwann im Müll zu entsorgen. Wie funktioniert das genau? Leider ist der SARS-CoV-2-Erreger auch bei Zimmertemperatur über einen langen Zeitraum auf diesen Maskenmaterialien infektiös. Aber es ist so, dass ab dem siebten Tag das mögliche Risiko einer Infektion auf ein vertretbares Maß minimiert wurde. Und das heißt also nach sieben Tagen sind die Erreger, wie man hier in der grafischen Darstellung sehen kann, so gering, dass du diese Maske dann wieder tragen kannst. und deswegen ist die Technik die Empfehlung für dieses 7 Tage Projekt ganz ganz einfach. Du machst folgendes: Du suchst dir eine Wäscheleine oder einen Haken in einem trockenen Raum in deiner Wohnung, im Büro, äh, im Wohnzimmer wichtig, nicht in Feuchträumen wie Küche oder Bad und pro Person gibt es dann sozusagen eine Wäscheleine mit sieben Tagen. So, und dann haben wir hier Person 1, zum Beispiel Vater, Person 2, Mutter, Person 3, Kind. Und jeder hat eben wie so ein Schülerkalender eine Maske für jeden Tag da hängen. Und das bedeutet, montags wird die erste Maske getragen. Dann passt ihr natürlich auf, dass ihr die Außenseite nicht berührt, wenn ihr sie am Abend oder wenn ihr sie getragen habt, wieder abnehmt und hängt sie auf den Montag drauf. Am Dienstag wird die Dienstagsmaske getragen, am Mittwoch die Mittwochsmaske und so weiter und so fort. Und das bedeutet, am Montag darauf ist diese Maske wieder sieben Tage. Lang an der Luft getrocknet. Die infektiösen Erreger sind so weit wie es geht hier wieder reduziert und dann könnt ihr diese Maske erneut verwenden. Das könnt ihr bis zu fünfmal machen. Ich würde mir hier oben dann ein Post-it machen mit einer Strichliste, wie oft ich diese Maske dann bereits getragen habe. Also es ist super, super einfach, aber auch super simpel und einfach umzusetzen und kann euch wirklich Geld sparen. Nehmen wir an, so eine Maske kostet in der Regel so 2 Euro, ja, wenn ihr nicht gerade ein super Sonderangebot gefunden habt. Dann äh, könnt ihr die einen Monat nutzen, also 31 Tage. Wenn ihr nach jedem Tag so eine Maske wegwerft, habt ihr 62 Euro schon mal investiert. Wenn ihr aber sieben Masken nur benötigt und die jeweils fünfmal mal verwenden könnt, also 7 mal 5, dann kommt ihr mit sieben Masken 35 Tage aus. Aber sieben Masken kosten. Wenn wir davon ausgehen, dass eine Maske nur 2 Euro kostet, nur 14 Euro. Das heißt, statt den über 60 Euro, zahlt ihr nur 14 Euro für einen ganzen Monat und habt pro Monat 50 Euro gespart. Und das mit einer Technik, die wissenschaftlich fundiert ist und super gut funktioniert. Ich habe euch den Link zu dieser Technik von der FH Münster noch einmal in die Videobeschreibung reingepackt. Schaut euch das ganz in Ruhe an, auch gerade was das Anlegen der Masken, das Ablegen der Masken angeht, ne, wie die Maske getragen werden muss, wenn die irgendwo zerrissen ist, schmutzig ist oder feucht geworden ist dann müsst ihr den natürlich sofort entsorgen. Aber in der Regel, wenn man die einmal irgendwo beim Einkaufen trägt, dann sollte es kein Problem sein, die eben mehrfach zu verwenden. Aber schaut euch das ganz genau nochmal an in dem Link, den ich in die Videobeschreibung reingepackt habe. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung auch einen Link zu einer zertifizierten FFP2-Maske, die momentan lieferbar ist. Und da ja die Maskenpflicht für FFP2- oder medizinische Masken jetzt eingeführt wird, im Einkaufsläden, in äh, Büros oder Bussen und Bahnen, solltet ihr so schnell wie möglich dafür sorgen, dass ihr auch entsprechend mit diesen Masken ausgestattet seid. Ein etwas anderes Thema heute, ich weiß, aber ich hoffe, ich konnte euch trotzdem vielleicht ein paar Ideen geben, wie wir alle gemeinsam sicher ohne Infektion durch die Krise weiterhin kommen ähm, mit dieser Technik und du hast sogar die Möglichkeit nebenbei noch ein bisschen Geld zu sparen und gesund zu bleiben. Und das war's schon wieder für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass gerne einen Like da und abonniere meinen Kanal und empfehle mich gerne auch allen anderen in deinem Bekannten und Verwandtenkreis, die Lust darauf haben, smart zu investieren und im Internet online Geld zu verdienen. Wenn du auf die Glocke klickst, dann verpasst du auch zukünftig keine neuen Videos mehr hier auf diesem Kanal. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Der Steve von Geniale Geldideen.